Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ja, zwei Bosse gehauen letzte Folge. Voll gut. Jetzt sprechen wir mit Lush. Are you from these parts? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it, that's for your heart to decide. I'd heard awful rumors about this place, and I'm afraid they were all true. The king, gone. The earth, ravaged. The burden on the people weighs heavy. I fear that by now, they may have scarce room in their hearts for miracles. Why did I come here? Well, do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is... well... I must do this. And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings-on, I'll have to move soon. To a place I could gull the... sorry, help the gullible by teaching the good word. I expected this cathedral to be bustling. Okay, das hatten wir schon. Without any... to a place I could... gerade gesagt, die will die übertölpeln. Nee. Ja, also irgendwie... ist nicht ganz koscher. Weiß ich gar nicht. Ich glaube wohl. Oh, hier kann man Wunder kaufen. Und zwar heilen zum Beispiel. Medizinische Heilung. Große Heilung. Auffrischung. Richtiges Leben. Sprechendes Gebet. Wucht. Blitzspeer. Rückkehr. Was haben wir hier? Rad, okay, gut. Ja, also wir bräuchten 12 Faith. Wir haben 5. Dauert es noch ganz schön lang, bis wir das machen. No need for miracles. Nö. The gods frown upon such soul scrimpers. Ich kann ja auch den Kopf abpacken. Just speak up if you're in need of miracles. Ja, wir kommen ja bald welche kaufen. Wir haben I expected this cathedral to be busted. Jetzt immer hier, oder? Die wollen ins Lager. Die kommt nicht ins Lager. Die treffen wir aber woanders wieder. So. Jetzt können wir hier noch einen zweiten Boss machen. Moment. 15.000 Seelen. Ciao. Ja. Stimmt, wir haben hier noch gar nicht gelevelt. Okay. Man kann hier jetzt geradeaus direkt weitergehen, dann geht's ins nächste Areal. Ich bin aber dafür, dass wir, bin ich doof, dass wir jetzt leveln und hier noch weitermachen. Und dann erst ins nächste Areal gehen. Wenn wir hier eh schon hier sind, ne? Ja, mich interessiert echt, wo es die Sense gibt. Jetzt haben wir plus 1, der Flash hier noch. Estus plus 1. Bearer of the curse. Seek souls. Seek souls. Seek. Larger. Seek. Lest this. Aufsteigen. So, was wollen wir holen? Okay, wir könnten auf 10 damit, aber ich weiß, ich hab's mal zufällig gespielt beim allerersten Dark Souls Run, weil ich einen Kleriker hatte. Aber seitdem nie wieder habe ich irgendeine Heilung benutzt, weil die Fläschchen reichen. Die Heilung, das dauert ewig, bis sie durch ist.
Man wirkt die und dann dauert das ganz lange. Ja, dann kniet er sie auf den Boden und dann fängt er erst an. So, also kann man es nicht mal so eben bei, wenn man gerade mal was Leben braucht. Nee. Hm. Hätte jetzt fast gesagt, wir machen so. 3 mehr Vitality, 2 mehr Geschicklichkeit. Wir haben Moment. So, Zauber brauchen wir. Belastbarkeit, damit wir mehr tragen können. Kann man nie genug haben. Umso bessere Ausrüstung können wir tragen. Ohne Fatroll zu kriegen. Wir kriegen ja sowieso Trefferpunkte dazu, wie du oben siehst, TP. Ja. Wofür ist Intelligenz? Für Zaubern. Also Wille ist für so Wunderzeugs und Intelligenz ist für so Zauberkram. Pfeile? Ja. Kauft der noch vielleicht irgendwelche coolen Waffen? Man kann hier die, Nur reparieren? Achso. Die Sachen kaufen, um aufzuwerten. Ja. Titanitscherbe kannst 10 Stück kaufen. Eine kostet 800. Also 8000 Seelen, hast du 10. Waffe-Level. Wollen schon was reparieren? Ne, wir reparieren automatisch am Lagerfeuer. Ach so, cool. Wenn was kaputt ist, dann kann man da hingehen. Wie viele Pfeile haben wir denn? 100, oder? Ne, 53 noch. Siehst du das? Unten links. Ah, war schon nah dran. Oh, jetzt haben wir einen Pfeiler. Jo, was rein, Tosen. So, der nächste Boss. Da muss man aber auch erstmal hin. Wo waren wir denn? Am Leuchtturm, ne? Hier. Weiter, ne? Ja. Weg ist einen ganz kleinen Ticken kürzer. Außerdem brauchen wir noch die Truhe, die da ist. Und da verrecke ich auch mal einmal, wenn ich dann in den Abgrund falle. Was hatte? Ein Abgrund. Ach so, ja stimmt. Das liegt so ein bisschen wässrig. Also, ne? Da liegt hinter einer Klippe. Ja. So, komm mal her, wir haben Geschicklichkeit gelevelt, du. Ja, das merkt sich, macht sich ja beim Plan schon was bemerkbar. Cool. Und Sprungsachen sind ja genau meins, ne? Oder kann man hier so rüberlaufen? Ah, okay. Ah, ich glaube, ich wäre jetzt gesprungen und wahrscheinlich runtergefallen. Grüne Blüte, Green Blossom. Also das kann man einnehmen, dann hat man. Jetzt muss man springen. Ach so, ich dachte, da wäre eine Mimik drin. Nee, nee. Das kann man einnehmen, dann erhöht sich die Stamina-Regeneration, wie von dem Ring, den wir schon anhaben, dann halt noch mehr. Kommen wir mal zu zweit, glaube ich. Dann war das nochmal. Macht ja so viel Schaden der Pfeil, ne? Nein, nein, wir haben den Bogen 0 aufgewertet. Das würde er alleine kommen erstmal, ne? Shit, ich dachte, das passt. Schlucke. Das war jetzt doof. Egal. Ist doch noch einer. Ja? Noch ach, zwei? Doch, wo steht er? Ja, ja, ich gucke noch, ob da noch einer ist. Helmut. Steht der Helm gut? Der war wahrscheinlich vergessen, was er wollte.
Will er nicht? Er will nicht. Ja, ich weiß auch, warum der nicht will. Vielleicht, weil da vorne noch ein Gegner steht. Ja, ja, ne? Klar. Oh. Och, Franz. Zwei. Der ist aber nicht so schlau. Weil er hat. Beide. Zwei. Kacke. Ich hab doch gerollt. Ja, das wird nix. Aber wir können das Gebiet ja vom Boss schon mal einmal freiräumen. Da alles weglooten. Brücke runter machen, dann kann man da auch durchrennen. Äpfel ohne Ende. Die blauen sind auch für Ausdauer. Nee, Augäpfel sind immer für PvP. Achso, das war das Kraut. Das war knapp. Das ist runtergefallen. Zubbelig bin. So, den Lappen noch. Bin ich auch irgendwo eine Truhe? Ich dachte, hier wäre auch irgendwo eine Truhe. Opala, ich soll vielleicht aufpassen. So, damit haben wir das Türchen unten. Zwei Flaschen habe ich. Ja. Das könnte ich eigentlich versuchen. Ja, aber ich habe keinen Bock, einen letzten Stein zu verschwenden. Ich lieber zurück und versuche hier durchzurennen. Ja, schwergängig. Ich glaube, da solltest du eigentlich dran vorbeigelaufen kommen, oder? Weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das früher gemacht habe. Ich habe auf keinen Fall auf dem Weg immer die ganzen Viecher weggehauen. Dann bist du bestimmt gelaufen. Ja, der kommt mir so lahm vor. Wie? So. Ist es jetzt weg? So, dann runter.
Ja, ich muss mal vorbei. Wie er sich voll verwirrt zur anderen Seite gedreht hat. Dass man verbrut mit seinem Spätchen auf Boden hat. Aber teil ist. Wollt doch nur spielen. Echt sogar zu faul, um dir hinterher zu kommen. So, dann. So, ich sag, first try. Ich sag mal gucken. Hier war die Kiste. Rüstung haben. Das war dumm. Das habe ich vergessen, dass er das kann. Ja, ich habe vergessen, dass er das kann. Was? Gar nicht, ne? Was? Einen Zauber zu blocken. Nö. Ausweichen. Ich bin froh, wenn ich jetzt den Weg kenne, hier lang, ne? Hab ich jetzt bestimmt. Kämpf dich mal in dem Warm. Wenn du mit Steuerung ein bisschen klarkommst. Holz ein bisschen zu unkontinuierlich. Schieß dich auf eine Richtung ein. Dann immer passend sein. Sehr gut. Also die meisten Gegner kannst du einfach mal rechts rum zirkeln und dann passend rollen. Ich glaube eigentlich. Ja, aber kannst du auch links rum machen. Also je nachdem, wie du besser ausweichen kannst. Ich könnte das ganze Spiel am Anfang eigentlich ohne Schild spielen. Nein. Nur einer bitte. Ja, der Schwertmann kommt noch nicht rum. Der muss jetzt erstmal. Der Mut, geh mal an die Seite. Einfach, dass du ein bisschen reinkommst, weißt du? Ja, ist auch sinnvoll. Oh, ich hab viel zu früh gerollt. Rollen. Ich hab grad keinen. Okay, Trinki. Tot. Aber einen habe ich umgelegt. Willkommen beim Let's Play Solo Dark Souls 2. Gibst du, du hast mich nur für die Deko gefragt, ob ich mitspiele.
Das ist einfach nicht so schwer. Ist es auch nicht. Man muss nur einmal ein bisschen in den Groove reinkommen, dann ist das völlig okay. Wie mache ich nochmal einen Backstep? Langsam anschleichen, dann Hauentaste drücken. Kannst du bei Gegnern, die schwerer und größer sind, als du aber vergessen. Welche denn? Die erste oder die zweite wäre das? Normaler Angriff, nicht schwerer Angriff. Kannst du bei denen aber vergessen, weil die sind zu groß. Zu früh gerollt. Gar nicht gerollt. Zu spät gerollt. Ich weiß gar nicht, ob man das Ding überhaupt rollen kann. Der Angriff. Vielleicht nach hinten wegrollen. Bei irgendwie ist, glaube ich, ziemlich egal, wann man rollt. Man kriegt immer einen auf den Sack von dem. Mhm. Guck mal, jetzt hast du gleich 800 Seelen, wenn du deine Seelen wieder einsammelst. Wee! Ich mach nur Seelenfarmen. So. Ja, wie gesagt, ist ja klar, wenn ich hab jetzt alle Bosse gelegt und so weiter, muss anders werden. Auch deine Pet-Time muss mehr werden. Achso. Lieber ein Ego-Shooter. Ja. Ich freue mich schon, wenn Siegfried und Helmut beide gleichzeitig kommen. Machen die bestimmt nicht, oder? Bei diesem Ausholschwung kannst du vielleicht mal versuchen, nach hinten wegzurollen, ob das klappt. Nicht dabei. Mhm. Bei dem seitlichen, da wo du immer einen auf den Sack kriegst. Bei dem. Und jetzt muss er warten, bis er seine Kombo fertig hat. Trinken. Zu spät. Ja, und trinken. Zu spät. Und wegrollen. Nein, und weg. Gibt es da nicht ein paar einfache Gegner, wo man üben kann? Ey, noch einfacher kann man es echt nicht haben. Die sind so langsam und vorhersehbar, was sie machen. Du brauchst nur 4 Schläge, dann sind die tot. Noch einfacher geht's nicht. Ich bin das mit dem Rollen und Blocken und so nicht gewohnt, bei Plattformen braucht man das nie. Doch, rollen. Ja, rollen, aber nicht blocken. Ich hab nur einfach nochmal draufgehauen, aber wieder gut. Ja, dann block doch nicht, dann roll. Rollt's viel zu früh. Ja, der. Ich. Der holt so lange aus. Da kann nichts für. Doch, du musst dich auf den Gegner einstellen, nicht andersrum. Der spielt Golf. Hast gesehen. Ich hab grad nicht hingeguckt. Kann sich nicht beschweren, dass der Gegner nicht das macht, was du willst. Du musst dich auf den Gegner einstellen. Hab ich auch nicht gesagt. Ihr sollt später hauen. Ne, früher hauen. Voll frustrierend. Ich war mal gar nicht so schlecht bei Bloodborne. Das kommt auch hier wieder. Wie gesagt, du spielst jetzt 3 Minuten. Ja, sehr gut. Das wird jetzt, ne? Achso, ja, stimmt. Der war gut. Die erste Rolle kannst du dir mal voll schenken. Okay. Cooler Move. Nice. Okay, ich versuch's einfach mal bis auf meine Strategie vielleicht. Ich sag mal nichts, genau. Mach du nee, mal. Nee, nee, also vielleicht versuche ich dich zu doll nachzuahmen, bin aber nicht so gut wie du in dem Rollen- und Ausweichding und bin deswegen voll schlecht. Also, ja, versuch's auf die Art, wie du es am liebsten probieren willst. Du brauchst nicht immer auch das Schild wegstecken, ne? Aber warum bin ich, wann das angesehen? Wenn du rechte Schultertaste drückst und dann die linke. Ja, weil du den Bogen auswählen musst und nicht die leere Hand. So, Helmut. Wer war es? Franz Josef. Der ist, glaube ich, Franz Josef. Der war ein bisschen gemeiner als Helmut.
Ich würde eigentlich schauen. Oh fuck. Blöd, Mann! Yeah, nice. Oh, 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 oh. Du läufst gerade komplett ohne rum. Immer schön den grünen Balken im Auge behalten. Sonst sehr, sehr gut. Oh, sehr gut. Muss ich auch denken. Du kriegst das kleine Ding nicht kaputt. Oh nein! Hab ich jetzt gedacht, dass ein Schlag reicht. Als Glück. Ja. Alter, das war gekonnt. Du musst nein sagen. Es war voll gekonnt. Müssen wir noch ein bisschen üben. Siegfried darf ja kommen, weil Helmut und Fridolin. Nee. Oh, ja, neuen Namen. Doch, Fridolin ist gut, aber nicht nochmal Helmut. Weil. Oh. Joachim und Fridolin da hinten stehen bleiben. Ja, nice. Oh, sehr gut. Wenigstens geblockt. Stamina ist wieder voll, sehr gut. Stamina Stamm. Holy Roll. Und Holy Roll. So. Und Howie Hau. Einmal reicht. Stamina. Ah, okay, sehr gut. Sehr schön. So. Schild runter, Stamina voll. Nice. Und Howie Hau. Und jetzt ran, Howie Hau. Yeah. Ich bin so im Blocken drin, dass ich und vom Wegrollen, dass ich vergesse zu hauen. Mhm. Also ich bin dann immer weg und dann bin ich zu weit weg, um den dann danach noch zu treffen. Ja, das sind drei Esos, Lars. Wenn du die jetzt alle gut wegkriegst, da dann. Wir versuchen mal den, vielleicht kommt der rechte dann nicht. Ja, die kommen immer beide, aber der rechte bleibt ja stehen. Die mit dem Schild finde ich wegen diesem Golfschwung, den der macht, ohne Schild finde ich unsympathischer als mit Schild. Mit Schild finde ich einfacher als den. Ja? Mhm. Weil der diesen Kack-Golfschwung macht. Das ist easy. Und den dritten jetzt, den finde ich scheiße, den. Bam. Ja. Jo, noch eins. Nice. Ja, und kurz gleich zum Boss, ey. Nice. Jetzt Fridolin. Fridolin, das kleine Gespenster. Oh. Kann ich passieren, ne? Über. Halt was übermütig. Mhm. Sehr schön. Oh. Ah, alles im grünen Bereich. Im Sprung muss man nur aufpassen. Und Howie Hau. Nice. Wie viele Gegner kommen denn jetzt noch? Nur noch einer, ne? Einer. Und den bräuchtest du nicht mal, wenn du zum Boss gehst. Ja, aber heilen muss ich mich so oder so vorher, ne? Ja, du kannst auch jetzt ein Steinchen nehmen, oder? Nee, die Steinchen verschwende ich nicht. Ich ja. Gehe mal davon aus, dass ich den Boss nicht schaffe und deswegen lasse ich dir lieber die Steinchen. Soll ich direkt durchgehen? Dann trink jetzt vorher. Stehen und trinken. Der Boss ist nicht so schwer. Der ist wirklich nicht so schwer. Ich war gerade nur unkonzentriert. Das ist halt viel beobachten und ausweichen und ab und zu mal hauen. Und mach nicht den Fehler wie ich, hau zweimal. Hau immer nur einmal, ist so egal wie lange es dauert. Ja. Der Sur-Kampf hat auch 5 Minuten gedauert. Trotzdem lag der dann. Oh, eigentlich müssen wir jetzt auch ein Päuschen machen, bevor ich kämpfe. Ich würde mich mal umdrehen. Nee, der kommt nicht. Doch, kommt der. Dann hauen wir jetzt weg. Und ne, geh rein. Das wird eh schnell gehen. Das lohnt sich gar nicht, darauf zuzuwarten. Geh rein, bitte. Bist du lieber ganz mal. Nicht so. Negativ, Einstein. Halt gut, konzentrieren beim Ausweichen. Da wäre Ausweichen gewesen. Weg an den Rand. Sehr gut, jetzt hast du alle Fähigkeiten gesehen, die er kann. Warum macht er das denn jetzt schon? Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Versuch mal relativ nah an ihm dran zu bleiben. Kommt hier wieder gleich hin. Fällt hoch. Und weg, rollen. Sehr schön. Du kannst wieder. Genau, und dran. Denk dran, das Schild länger unten zu lassen, wegen deiner Stamina. Okay, stimmt.
lieber rollen als blocken. Ist die Devise, weil wie du siehst, bist du am Taumeln. Trotzdem, sehr gut. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Und nicht dreimal. Ich habe nur zweimal gedrückt, oder? Alles gut. Trinke, trinke. Zu spät. Sehr gut. Das ist eigentlich immer der perfekte Trinkmoment. Lass sie ein bisschen in die Mitte kommen. Genau, sehr gut. Und weiter geht's. Also sag's mir nochmal, wann ich das trinke. Wenn er diesen echten Sprung nach vorne macht. Fuck, das war zu gut. Alles gut, Trick. Ja, zu spät. Bin ich nicht. Ja, du hast jedes Mal den Moment zum Trinken verpasst. Ja. Das war ganz aber Hälfte hast du runtergehauen. Das Pad ist nämlich ein bisschen spitzig. Gibt kein neues. Kann man das sehen? Nein, kann man nicht sehen. Ich nicht. Und so. Ich war halt aufgeregt, ja, was soll's. Nur Flecken drauf. Ich mein. Erster Boss, den ich zur Hälfte gemacht habe. Ja, sehr gut. Sehr gut sein. Ja, das war's für diese Folge. Ob wir den legen oder nicht. Ob wir machen das jetzt so. Normalerweise haben wir gesagt, wir wechseln ab. Aber den Boss macht sie. Weil danach ist sie drin, hat das mit dem Bewegen und dem Blocken raus und dann teilen wir wieder hin und her. So machen wir das. Weil das ist ja sonst kacke, weil ich hau den das nächste Mal wirklich um. Und ich probiere es noch ein, zwei Mal. Oder? Ja, du haust den jetzt um. In der nächsten Folge. Das wird die nächste Boss-Folge. Kannst du auch einfach jetzt durchrennen zum Boss, funktioniert ja auch. Okay. Ja, vielen Dank fürs Gucken und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschö. Tschö.